Zunächst ungeschlagen im Sabak und jetzt auch noch ungeschlagen im sich verlaufen. Willkommen zurück zu... Was spiel ich nochmal? Star Wars Outlaws. Das Wetter hat sich leicht verschlechtert und es sieht aber wirklich danach aus, als gäbe es einen Tag- und Nachtwechsel. Sehr schön. Trägt unfassbar gut zur Atmosphäre bei. So, und... Ich wollte zwischendurch mal speichern, dachte mir so, yo, die vorige Aufnahme reicht zum Aufnehmen, aber das letzte automatische Speichern war vor 27 Minuten und ich denke mir so, ach komm, mach ich noch eine Folge hinterher direkt und habe dann per Zufall das hier gefunden. Und hier kann man wohl den Gleiter ausbauen. Sehr, 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 sehr nice. Valet Nulvis, Gleitermechaniker, Gesundheit, so. Aussehen. Verändere das Aussehen deines Gleiters, des Gleiters. Verbesserung. Tausche Gleiterkomponenten aus. Dann gleitern wir mal. Hilfe. Boah, ich glaube nicht, dass ich dafür unbedingt Hilfe brauche. Aufrüstung deines des Gleiters steht da, Kollege. Ja, komm, ich lese es einmal vor. Der Vollständigkeit halber. Gleitermechaniker können die Leistung und das Flugverhalten deines Gleiters verbessern. Gegen eine Gebühr, versteht sich. Das ist richtig. Die benötigten Materialien können von Händlern gekauft oder ausgeliehen werden oder in von Syndikaten kontrollierten Gebieten wie deren Vierteln und Territorien gefunden werden. Gefunden, finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr schönes und passendes Wort an der Stelle. Mol K-19 Energy Generator Triebwerk, ein Standardgleitertriebwerk mit passabler Leistung. Hoffentlich zu passablen Preisen. Akkubeschleuniger. Die brauche ich wohl. Und ich kann den nach und nach erst aufrüsten. Der setzt so den Voraussetzungen. Erhöht die Beschleunigungsrate der Triebwerke. Genau. So. Da brauche ich erst den vorigen. Interessant. CP-Lenksystem. Ein Standard-Lenksystem, das passable Manövrierfähigkeit, Manövrierbarkeit steht da, Kollege, gewährleistet. Ah ja, habe ich alles nicht. Okay, und ich habe das Gefühl, dass ich noch zu wenig gefunden habe, um das zu ändern. Kann ich allerdings das... Aussehen ändern? Ja, aber noch nicht. Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Bis dann. Man sieht sich. Ah, das hat sich ja vorher nicht gelohnt. Darf ich jetzt mal schweigen? Nein, mein Sabbatgewinn. Ich habe arschviel Geld gewonnen. Wenn das Spiel nochmal abspielt, habe ich ein Problem. Okay, hier habe ich ja schon geklaut. Gefunden meine ich. Oh, wir werden noch ganz viele... Ganz viele... Synonyme zu... Klauen finden. Ich meine, aufgehoben, sichergestellt, geborgen, Ja, hallo. Gott, ich hab so... Ich hab wirklich so Bock auf das Game. Es ist unfassbar. Also, von vornherein, ich sag's nochmal, ich werd's auch immer wieder sagen wahrscheinlich, oder immer wieder zwischendurch am Anfang so, ja, sieht irgendwie komisch aus. Ja, würde ich eher, oder möchte ich eher ungern spielen, bla 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 bla, und dann hier mit diesen Verkaufspreisen, mit diesen astronomischen Verkaufspreisen von 120 Euro. Also bis zu 120 Euro, wenn du die super duper hyper plus Advanced Edition holst. Ja, aber dieses Angebot von Ubisoft Plus mit dem... Ja, mit dem 17,99 dann pro Monat, ne, ist dann auf Dauer auch happig, wenn du es halt länger bezahlst, aber ey, ganz ehrlich, wenn du jetzt, ne, vielleicht nicht gerade so wenig spielst und dann denkst du, ja, du kannst das in einem Monat dann durchhaben, ne, und hast dabei auch nicht das Gefühl, dich hetzen zu müssen, dann ist das halt ein Preis, den man ruhig mal bezahlen kann. Finde ich. Das ist also meine Meinung. Das kann man schon mal machen. Und ich denke, dass Gaming as a Service sich eh mehr und mehr durchsetzen wird. So, ich verstehe aber auch auf der anderen Seite das Argument, ja, ich möchte das Spiel besitzen, in Anführungsstrichen, whatever that means heutzutage. Und dass sich die Leute das dann auch eher kaufen. Also,
Na, ist ja jedem selbst überlassen. Wir brauchen endlich mal wieder Frischfleisch. Und da möchte ich auch keine um irgendwelche Vorgaben machen. Kann ich auch gar nicht an der Stelle. Also, ist ja auch in Ordnung. So, dass man hier ordentlich einen hinter die Binde kippen. Da komme ich nicht hin. Der Platz, den keiner erreichen kann. Kann ich dann irgendwas machen, oder? Ich kann so ein bisschen die Atmosphäre genießen. Ich kann es allerdings auch sein lassen. Anlehnen. Aber bis jetzt muss ich wirklich sagen, das, was Ubisoft, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, das hat Potenzial. Das hat wirklich Potenzial. Da komme ich nicht drüber, ohne mir den Hals zu brechen. Also lasse ich das lieber. Fallen lassen, schneller runterrutschen. Ja, das hat ja fast funktioniert. Kann ich hier noch was tun? Wenn du einfach alles andere machst, außer die Hauptquest. Da kann ich wohl hin. Irgendwo kann ich hier R drücken. Okay. Sollte ich davor Respekt haben? Da kann ich hoch. Oh, da gibt's einige Teile. Ja. Was war das denn? Hoffentlich verliert man nicht einfach Geld, wenn... Ach so, und jetzt hat er gesichert. Ach so, ich musste nur sterben, damit er sichert. Ja, nice. Okay, dafür habe ich die... Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Ich hasse es. Alter, die haben mich jetzt echt zurückversetzt an den Punkt. Mein ganzes Sabbergeld ist weg. Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, ach, spiel dein Ernst. Sie sind Thoren Valario Nup. Das sagte ich doch. Oh, Big Oof, ey. Gehen Sie weiter. Ah, ich könnte mich jetzt richtig aufregen, aber... Oh, nee, das lasse ich mal lieber. Zum Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. Ja, zum Glück. Okay, jetzt wird sie wen anders. Einer von den Offizieren. Das gute E11. Was? Okay, dann warte ich erst, bis ich. Dann warte ich erst, bis ich speichern kann und wird dann erst spielen. Ja, das ist echt jetzt so ein bisschen von Hintern. Aber... Mist. Na, egal. Gott, da werde ich mich jetzt den ganzen restlichen Tag drüber aufregen. Na, Zwielichtigen. Wie kommt der da hinten wieder raus oder weg vom Tisch? Keiner weiß es. Ja, so die Stalker-Ecke. Komm, du willst den anderen so beim Spielen zu gucken und nimmst halt diesen Platz. Hervorragend. Alles falsch gemacht im Leben. Hier gibt es wieder die, diese, ich vergesse die. Was war das denn? Wetten, ich vergesse mal, wie die Viecher heißen. Okay. What the heck? Boah, wieso muss die K heißen? Ich will diese Okay-Witze. Also, wenn ich okay sage, das ist einfach so, das mache ich zeitweise. Das tut mir auch recht leid, wenn das, ne? Also, nicht irgendwie falsch assoziieren, sondern. Versuch's doch. Wenn das Imperium dich nicht kriegt, dann die Pikewachen. Was glaubst du, wer von denen rücksichtsvoller ist? Du bist den Aufwand nicht wert. Okay, schon wieder. Ich kann das nicht abstellen, es tut mir leid.
Es tut mir leid. Sieht aus wie ein Kino. Hey, du willst doch bei den Pikes mitmachen. Naja, eher weniger, aber ich werde ja dazu gezwungen, indirekt. Zwielichtiger Mensch Nummer 3. Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und der Boss? Klar, und du ich hast die Möglichkeiten. Ich habe eine Spezialeinladung in seine Privaträume. Sonst kommt man da nicht rein. Wäre das was? Ich mache dir ein Angebot. Nee, nicht nötig. Wie du willst. Ich bin hier, wenn du es dir anders überlegst. Oh, da kam kurzzeitig ein Nieser. Nö. Da fall ich nicht drauf rein. Ich bin eigentlich bescheuert. Bescheuert. Ah, das nächste fliegende Drecknest. Hallöchen. Ich spreche mit dem Barkeeper. Wieder eine sehr, sehr, sehr coole Atmosphäre. Eine andere als in dem ersten Club. Gott, ich liebe diese Details. Bildschirme an den Tischen. Fischgesichter hier an den Rändern. Hoffnungslosigkeit an den Tischen. Ups, ey! Turbolift rufen. Ja, später. Oh ja, ich werde mich hier noch das ein oder andere Mal verlaufen. Die spielen Sabak. Wisst ihr, wer noch Sabak gespielt hat? Ich. Und alles durch den... Durch das Sterben verloren. Unfassbar. Guten Tag. Hallo? Anlehnen. Kann ich was zu trinken bestellen? Was machen Sie hier? Ah, frische Luft. Nö, das gefällt mir nicht. Ich geh wieder rein. Ja, die Raucherecke hier. Ich kann gerade auch nur gehen. Ah ne, stimmt gar nicht. Anlehnen. Ey, richtig, richtig geil gemacht. Ich bin echt begeistert. Also ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Ubisoft sowas abliefern kann. Und ich habe noch nicht mal viel gesehen von dem Spiel. Binga Bonga. Gefunden. Orichalkring. Ja, aber gut, das Geld von dem Sabak habe ich mit Sicherheit wieder schnellstmöglich reingeklaut. Mir ehrlich zurückverdient, meine ich. Okay, und... Die da soll ich anquasseln. Okay. Nimmst du wohl jetzt die Füße vom Tisch hier? Please. Ein bisschen benehmen hier. Last habe ich leider nicht. Ah, okay. Dann quatschen wir die mal an. Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Sicherungspunkt erreicht. Ja, hätte ich mal eher mit der gesprochen. Finde eine Möglichkeit, Goraks Suite zu betreten. Vielleicht kann ich mir das dann da doch von dem Typen da kaufen. Hey, nur für geladene Gäste. Ich bin auch geladen, vor Zorn! Okay, dann muss ich mir was überlegen. Das Bedienfeld macht immer Probleme und wir haben gerade erst den neuen Liftantrieb drin. Ach, so ein Pech aber auch. Was haben wir denn hier? Ach, hey, was ist da hinten? Nur große Nummern. Hör mal, Kumpel, ich bin aus Kanto und da bin ich die größte Nummer überhaupt. Hau ab! Aber... Komm schon, lass mich rein. Ich gebe dir die Hälfte, nachdem ich sie abgezogen habe. Nein, wenn du Kredits brauchst, dann versuch den wandernden Slop zu gewinnen.
ist das denn? Komm schon, lass mich rein. Ich geb dir... Nein. Okay, der sagt nichts Neues. Mit X kann man übrigens überspringen. Ärger mit der Technik? Falsch verdrahtet. Das wirkt sich sogar auf den Turbolift aus. Ach ja? Ich kann's mir mal ansehen, wenn du willst. In der Kantine zu Hause habe ich bei sowas auch immer geholfen. Ich kenne dich nicht, also nein. Nein? Stechen, Freistellbedingungen prüfen, aha. Yo, die will 150 Credits haben, aber natürlich. Tja, jetzt schon. Also, vielleicht nächstes Mal? Es bleibt bei einem Nein. Also ich höre nur ja. Moment. Okay, wie viele Wege habe ich denn? Also ich könnte dem einen das da abkaufen, mit Sicherheit. Die Suite zu betreten. Okay, ja gut. Kann ich hier noch was tun? Genau, hier komme ich ja raus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich hier über die... über den Balkon oder diese Balustrade da hinkomme. Oder? Was ist das denn? Achso, einfach nur öffnen. Okay, ja gut. Was ist damit? Aha. Dann schauen wir mal. Ja, wer sagt's denn? So eine Voldemort-Lache. Entschuldigung. Finde eine Möglichkeit, Goraks Suite zu betreten. Autsch. Dann also auf zu Gorak. Ach, ich bin im Turbolift. Ja, nice. Hallöchen, wie geht's denn so? Sieht aus wie ein Unterboss. Wo ist denn der Oberboss? Das ist Gouverneur Thorns Stadt, nicht ihre. Schaff ihn raus! Und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Einfach weitergehen. Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich hab genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Er schießt sie. Ist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hier reinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Okay, bis gleich. Au! Ach, völlige Zeitverschwendung. Guter Junge. Goraks Ring. Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Erster Tag? Zweiter. Ganz ruhig. Ich bin Danka. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantine in Ruhe. Aber da draußen da... herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen.
gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet ein Ruf über Leben und Tod. Apropos, ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Jein. Sag ihnen, Kay Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß. Achso, und du lässt sie da jetzt einfach so sitzen, oder was? Okay. Oh Gott, ich werde das nicht los. Okay, Wes. So, willkommen in der Unterwelt. Dankeschön. Kays Ruf zeigt, wie sehr ein Syndikat ihr vertraut. Ein guter Ruf öffnet Türen zu Belohnungen und Gelegenheiten, während ein schlechter Ruf sie schließt. Ein Syndikat zu gefallenen, einem Syndikat zu verfallen. Vorlesen sollte wieder Premium. Im Premium-Paket enthalten. Einem Syndikat zu gefallen, kann ein anderes verärgern. Es ist normal, dass Kays Ruf schwankt, wenn sie für wechselnde Partner arbeitet. Wenn sie Aufträge für ein Syndikat durchführt, kann Kay ihre Beziehung zu diesem Syndikat verbessern. Loyalitäten ändern sich, Verrat ist unvermeidlich und eine findige Gesetzlose muss wissen, wie man die Unterwelt zu seinem Vorteil nutzt. Ah ja, so, ich kenne... das Pike-Syndikat, dürftig, okay, Crimson Dawn, dürftig, Crimson Dawn, das ist übrigens der, wie war das noch, hier der Dude, der am Ende von dem ersten, nicht von dem ersten, von dem Solo-Film, von dem Spin-Off quasi, also, auftaucht, der ist, glaube ich, Crimson Dawn, und die kennen wir kein bisschen, Huttenkartell. Und das ist auch Jabba direkt, ne? Den wir da sehen. Nur der sieht so schleimig und schmierig aus. Genau, ne? Also wir haben die. Also, ne? Das Pike, Crimson Dawn und die beiden hier. So, und... Kann ich damit irgendwas machen? Genau, ich kann da drauf klicken. Geil, schrecklich. Dürftig, okay. Zugangsbeschränkte Bereiche. Territorien und Viertel. Mitglieder des Syndikats schießen, wenn sie... Oh. Mitglieder des Syndikats schießen, wenn sie Kay sehen. Sie ist in den Herrschaftsgebieten des Syndikats nicht willkommen. Wenn sie dort gesehen wird, schmeißt man sie raus. Mhm. Ein bisschen Arbeit. Gelegenheiten. Mitglieder des Syndikats vertrauen Kay ein paar ihrer Aufgaben an, sodass sie die Chance hat, sie zu beweisen. Na, das ist nicht so ganz scheiße, aber auch nicht so ganz gut. Ja, das habe ich schon verstanden. So. Eingeschränkte Bereiche, Territorien und Viertel. Achso, das sind immer die gleichen Sachen. Mit dir sind gerade schießen, wenn sie Kay, bla bla bla. Genau, das ist das Gleiche. Nicht vertrauenswürdig. Die Mitglieder des Syndikats wollen generell nicht mit Kay reden und bezahlen sie nur schlecht für Aufträge. Wenn sie einmal für sie gearbeitet hat, könnte sie ihre Gunst zurückgewinnen. Da ist also noch, ne, nicht alles verloren. Schlechte Geschäfte. Händler. Dem Syndikat nahestehenden Händlern wurde befohlen, ihre Preise für Kay zu erhöhen. Ja gut, das ist jetzt allerdings nicht so schlecht, dass sie so ganze Trupps losschicken, um sie auszuschalten. Ich denke, schrecklich ist dann eher genau das, was ich mir dachte, auf der Flucht. Die Führung des Syndikats ist höchst unzufrieden und hat einen Jagdtrupp ausgesandt, um Kay zu töten. Sie werden ihr so lange nachstellen, bis sie ihren guten Ruf beim Syndikat wiederhergestellt hat. Auch da ist also nicht Ende. Oder Schicht im Schacht. Schicht in der Schachtel. Eingeschränkte Bereiche, das haben wir auch, nicht vertrauenswürdig und miserable Geschäfte. Also es kommt immer ein Nachteil dazu, beziehungsweise so ein halber Vorteil. So, gut. Willkommen bei uns. Kay kann nun alle Bereiche des Syndikats frei betreten, aber Diebstahl wird nicht geduldet. Verdammt! Angeheuert. Mitglieder des Syndikats vertrauen Kay und werden ihr eher Arbeit anbieten. Gute Geschäfte. Dem Syndikat nahestehenden Händlern wurde befohlen, Kay zum Dank für ihre Hilfe einen kleinen Rabatt einzuräumen. Außerdem hat sie Zugriff auf ihre exklusiven Waren.
Nice. So, Willkommensgeschenk, kosmetische Gegenstände. Neue Mitglieder des Syndikats erhalten ein einzigartiges Geschenk. Diesen gezündeten Thermaldetonator wollen wir dir hier freiwillig, großzügig überreichen. Boom. Willkommen daheim. Territorien und Viertel. Kay kann sich in den Gebieten des Syndikats nehmen, was immer sie braucht. Da möchte ich hin. Vertrauenswürdig. Mitglied des Syndikats. Genau. Grandiose Geschäfte. Dem Syndikat nahestehenden wurde befohlen, Kay zum Dank für ihre Hilfe einen ordentlichen Rabatt anzuräumen. Sie kann sich jetzt Waren aus ihren exklusiven Ständen aussuchen. Willkommen an der Spitze. Glücksbringer und Ausrüstung. Respektierte Mitglieder des Syndikats erhalten ein einzigartiges Wappen. Schmappen. Wenn Kay das erste Mal an der Spitze ankommt, erhält sie ein tolles neues Ausrüstungsstück. Ein tolles Ausrüstungsstück. Boah, ich finde das mit diesen Neonröhren mega. Also, boah, die Details. Junge. Okay, und das ist überall das Gleiche. Das habe ich mir fast gedacht. Okay. Nee, mega. Es ist halt immer ein System. Es sind immer mehr Systeme in dem Spiel. Kann ich das schon sagen? Nach 5 Treffen. Ich liebe es. So. Jung. Infiltriere Gorax Basis. Ideen, die ich normalerweise für schlecht halte. Kann ich da wieder hochfahren? Das wäre so geil. Ich habe deinen Ring draußen gefunden. Den hast du fallen lassen. Kann ich denn jetzt endlich speichern? Wieso kann ich nicht speichern? Vor weniger als einer Minute. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich die Folgendauer erhöhen muss, wenn ich hier Meta machen möchte. Also mit 35 oder 45, also naja, zwischen 35 und 45 Minuten, das wird eher schwer. Vielleicht würde ich dann eher so auf 45 Minuten gehen, aber boah. Dann kann ich leider nicht mal eben Folgen aufnehmen. Ah, hier, ne? Splinter Cell ist auch dabei. Gorax Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Besorg dir die Datei SK01. Viel Glück. Wer? Moment, haben Sie mich angeheuert? Hallo? Okay. Möglicherweise. Hallo, Wacker? Danke für die Hilfe. Ich wäre deinetwegen fast draufgegangen. Gorax erinnert sich wohl noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht da rein. Ja, klingt einleuchtend. Ich lass mich einfach nicht sehen. Entweder das oder du machst dich bei denen ein bisschen beliebter. Aber dafür muss ich ja Gorax beeindrucken oder so. Also ist alles nicht das Wahre. So, da habe ich wieder irgendwas umsonst. Grobtuch. 5 von 8. Die haben hier wieder Party. Gott, diese Atmosphäre. Ich liebe es. Ich muss einfach schwärmen die ganze Zeit. Aber wenn mir ein Spiel gefällt, dann ist das halt so. Da gibt's noch irgendwas. Ich hab's genau gesehen. Polycarbonat. Irgendwas kann ich hier tun. Schacht öffnen. Oh. Aha. Ah, diesmal nicht gerade noch abgewehrt, den Spruch. Keros Flüsterkneipe. Neue Schatzposition. Und das ohne die Schatzkarte gefunden zu haben, möchte ich behaupten. Hallöchen. Da brauche ich ein Hacking-Kit. Ein Mika-Hacking-Kit. Klau. Aurodium-Ring und ein paar Credits. Ach, wisst ihr noch damals, als ich beim Sapok gefunden habe? Schon wieder Ratten hier. Dich mal aufräumen hier? Was soll das denn? Ey! Gehen Sie mir noch mal aus dem Weg. Ey! Ja.
Das gehört mir da drüben. Das ist was Feines, Nix. Gut gemacht, Nix. Gott, ich brauch so ein Tier. Chalko. Chalko. Nee, wie heißt das? Chalko. Pyrit. Püree. Oh, ich will mir alles angucken. Überall sind sie was zu reparieren. Ja. Es wird wieder Nacht oder. Ja, zumindest Abend, ne? Es wird wieder Abend. Weißt du, was du gut machen kannst am Abend? Dinge klauen. Ah! Entschuldigung. Ups. Gästebereich. Vor 4 Minuten das letzte Mal gespeichert. Ich würde echt gerne da nochmal gucken, dass ich da in diesen Zwischenbereich komme. Das fand ich ganz cool. Wenn ich da nicht gestorben wäre. Irgendwas war doch hier mit Klamotten, richtig? Okay, da war ich schon drin. Nettes Straßenschild. Südosten, Mirogana, Raumhafen, Südwesten, Mirogana Tal. Mirogana hier, Mirogana da. Miro Granada. Das war auch eine geile Szene, da wo die standen so. Nein, du hast ja nichts gesehen. Alles völlig normal. Alles in Ordnung. Kann ich mir nirgendwo einen Drink holen? Darlehen sind verfügbar. Ja, genau da war das mit dem. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt gerade nochmal probieren? Ach, guck mal, da kann ich auch direkt drüber. Ach, hier sollte ich auch. Ja, da kann ich halt hin. Ach so. Ja, okay. Gibt's hier noch irgendwas? Neuer Sammelgegenstand. Markals Spielhölle. Da kann ich nicht rein. Ich hab mal eine saudoofe Frage. Ich mich da einfach so. Moment, immer passen? Ja, das geht. Nicht, dass er mich da jetzt gleich runterpustet, das wäre eher uncool. Schau mal eben alles. Ja. Lass mich raten, das ist alles wieder weg. Okay, das mit dem Speichern, das nervt mich tatsächlich. Das ist so ein bisschen bescheuert. Kavis? Koraks Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Besorg dir die Datei SK01. Viel Glück. Wer? Moment, haben Sie mich angeheuert? Hallo? Hallo? Hallo, Wacker? Danke für die Hilfe. Ich wäre deinetwegen fast draufgegangen. Korak erinnert sich wohl noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht daran. Ja, klingt einleuchtend. Ich lass mich einfach nicht sehen. Wenn das alles mal so einfach wäre. Okay, also wenn ich schnell genug bin, dann schaffe ich das wohl. Aber das wird ja nicht speichern können, das ist so ein bisschen dumm. Also das ist halt wirklich dumm. Ich glaube, das geht auch recht schnell, ne? Also. Ich habe mal eine saudumme Frage. Wenn ich da hängen bleibe, ne? Also, pass auf, ich gehe jetzt erstmal hier hin, dann springe ich da drauf. Gehe ich hier erstmal runter. Und dann wird nichts fortgewählt. Ich habe eigentlich Zeit.
Komm schon, komm schon! Easy. Phew. So. Alles erfolgreich. Dann klaue ich mir nochmal den Rest. Was habe ich denn ausgelassen? Einmal die... Diese Schatzkneipe. Und das hier? Die Flüsterkneipe. Genau, und da brauche ich noch das Hacking Kit. Ja, später. Später. Und wo habe ich das andere geklaut? Das da, bring mir das. Schnapp dir das. Gimme that. Gut gemacht, Kleiner. Dura-Stahl direkt, wow. Ich hab's gerade auch bekommen. Achso, ich weiß nicht, bin ich hier gerade schon mal lang gelaufen? Ja, bin ich. Oh, ey. Na gut, infiltriere Goraks Basis. Da kann ich mich ja schon mal so langsam hinbewegen. Ist das denn auf der Map? Ah, okay, das ist immer noch hier in dem Quartier. Ah, ich vergesse das immer. Berek Kero, Pike Syndikat dürftig. Verkauft Ausrüstung für tapfere Abenteurer. Aha. So, da muss ich einmal nach... Was haben wir denn hier? Das war Schiffsmechaniker. Allerdings auch einmal da lang. Ach so, ja, da komme ich ja nicht hin. Da lassen die mich ja noch nicht hin. Da könnte ich nochmal Sabak spielen, aber das mache ich später. Eher dann... offline sozusagen. Ach, da haben die mich am Anfang ja nicht durchgelassen. Stimmt. Sicherungspunkt erreicht, endlich. So, dann verwirrter Mensch Teil 2. Hier kann ich sicherlich irgendwo nochmal was klauen. Kann ich eigentlich immer diese Sturmtruppen hier beklauen, oder? Stehlen. Nix. Hol die Beute. Okay, ich denke mal, den Demal-Detonator geklaut. Aber ich habe schon so viele! Den hat er da jetzt auch einfach liegen lassen. Okay, na gut. Würde ich auch so tun. Transparistahl, so. Paris. Hey, du hattest recht. Lass mich nicht rein. Es gibt eine andere Möglichkeit. Einen Luftschacht um die Ecke. Aber Kay, wenn sie dich sehen... Ich weiß. Das wäre nicht gut. Nein, der ist wertlos. Nur nostalgischer Müll. Gib ihn her. Meine Frau bringt mich um. Tja, sie oder ich. Gut. Nimm ihn. Das verschafft dir einen weiteren Tag. Oh je, da möchte man lieber nicht reingezogen werden. Oder gegebenenfalls, sagt er, bestmöglich nicht in den Schulden stehen.
bin ich jetzt gelandet? Ja, nichts kommt einfach mal von der Seite reingeflogen. Wenn das eben so tut. Rhodiumring, Behälter. Polycarbonat plus 8. Ja, finde ich auch gut. Wer erkundet, wird belohnt. Kalkhalskette. Nur muss ich den Quatsch auch mal loswerden. Wie viel habe ich denn mittlerweile dabei? Wieder falscher Knopf. Ausrüstung, Inventar. Wertgegenstände. Ja, es ist mittlerweile einiges. Auch ordentlich. Okay, das finde ich auch gut, dass da sofort dran steht, kann bedenkenlos verkauft werden. Ich würde gerne mal einen Händler finden und das alles loswerden, weil ich kann mir vorstellen, dass ich da bei dem... nix, alles in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, dass ich da bei dem Gorak das eine oder andere klauen kann. Wieder falscher Knopf. Okay, wer ist er? Plünderer. Verkauft Materialien zur Verbesserung des Gleiters und der Bahnbreaker. Infiltriere Goraks Basis. Schmugglerin. Okay, ich kann mir... Da kann ich was verkaufen. Genau, und da konnte ich ja nicht hin. Kann ich da hin? War doch gerade irgendwas. Ach, diese Orientierung macht mich fertig. Nee, da rechts lang kann ich nicht, oder? Da stehen ja hier A und B-Hörnchen davor. Nee, die machen das noch zu. Okay, na gut. Okay. Okay, okay. Die lassen mich nicht rein. Ach so, hier sollte ich auch lang, oder what? Nein, ich muss hier lang. Das ist völlig normal. Ups. Übersehe ich gerade was? Höchstwahrscheinlich ja. Ist wieder zu einfach. Falsch. Ja, vielleicht dann doch falsch. Ich hätte gedacht, das wäre eindeutig. Ich habe mich geirrt. Mhm. Wartungstechniker. Fällt denn das irgendwie nicht auf, dass hier so ein Lüftungsschacht ist? Parkviertel. Parksyndikat dürftig. Mir wurde gesagt, dass du angekommen bist. Du kommst von der Terrasse im zweiten Stock aus rein. Von dort erreichst du dein Ziel. Na dann. Wie lange beobachtest du mich schon? Verstehe. Dein ganzes Leben. Oh Gott. Kann ich hier so eine Art Schnellreise freischalten oder warum ist das hier? Kann ich da nur stehlen? Naja, stehlen ist mal wieder so ein, ne? Okay, sie salzt sich da nur ab. Na gut. Scheiß brauchst du. Die werden gleich hier wieder hochkommen. Neue Schatzposition, Pike Spielsaal. Hier sind ja auch, ich nenne sie jetzt mal Zivilisten.
jedes Mal, wenn es in der Kantine eine Schlägerei gibt, stecke ich mir in dem Chaos unbemerkt ein. Was? Stehen. Finde ich ja gut, dass ich hier... Oh. Finde ich ja gut, dass ich hier überall lang kann. Ja, okay, und die interessieren sich nicht für mich, das wollte ich wissen. Spielen kann ich nicht. Noch nicht. Datenblock lesen. Wer ist Jinjo Blork? Folgende Nachricht empfangen. Ich möchte meine Versetzung beantragen. Ich habe Korak viele Jahre lang treu gedient und wiederholt verlauten lassen, dass ich für eine neue Herausforderung bereit bin. Ich mache alles nur, damit ich nicht mehr vor dieser rostigen Tür stehen muss. Mit freundlichen Grüßen, Jinjo Blork. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Schlickwühler ist, aber er muss auf seinen Platz verwiesen werden. Stuft ihn so bald wie möglich runter. Aha. Ja, wenn du nur nach einer kleinen Beförderung gefragt wirst und du wirst einfach direkt abgeknallt. Da konnte ich runter, richtig. Kann ich hier mit Sicherheit auch nicht machen, aber gut, ich guck mir das halt alles an. Ah, so sieht das dann aus mit... Foto machen. Klebst erstmal ein Foto. So, vielen Dank. Und vielen Dank. Zu dem. Sehr interessante Person. Indeed, indeed. Da kann ich ja nur zustimmen. Ja, ja. Hallo, bei Anruf Diebstahl? Klar. Oh, oh. Nein, nein, da war nichts. Der jetzt hier rüber? Hier niederprügeln oder? Oh ja. Durch den Helm durch. Ja. Stahlfaust. Jetzt raubt den doch aus. Ah, wir gucken, wann wieder für 5 Minuten gespeichert. Ja, bis zum nächsten Kontrollpunkt würde ich noch zocken. Das Gefühl, dass ich direkt irgendwo in irgendwen reinrenne. Willst du das haben, Nix? Bring mir das. Super. Ausgeliehen auf Lebenszeit. Ich frage mich, ob der Boss der Boss ist. Unfassbar gut. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Da komme ich wohl nicht hin. Oh, oh.
Das sind nicht meine Freunde. Nein, nein. Oh, oh. Ich bin schon mindestens dreimal eingeschissen. Wenn da jetzt einer langkommt, habe ich ein Problem. Los, lenk sie ab, Nex. Nicht überhaupt richtig? Ich bin doch hier nicht richtig, oder? Oh. Shit, jetzt sind da zwei. Oh, da kann ich hoch. Ha. Nice. Dir was verkaufen? Da kann ich doch. Wow. Ah, das sieht nach dem Eingang aus. Mhm. Ja, komm, ob da auch was mit Herausforderung? Ja. Man kommt so. Das würde ich ultra feiern. Ja, ein bisschen Werkzeug. Wie kommen wir jetzt da hoch? Dann kann ich erstmal ein bisschen was reparieren hier. Die Straßen sicherer machen. Ein paar Steckdosen abklemmen. Das Übliche halt. Und mal speichern! Leiter benutzen. Leider die Leiter benutzen. Da war wieder was mit Stehlen. Ich hab's genau gesehen. Vielen Dank. Strahlenbeschleuniger. Wow. Und Turbolichtruf. Let me just claw a little bit more. Vielen Dank. Silvanisches Eisen. Nee, Silvianisches. Es wurde von Silvia hergestellt. Was haben wir denn hier? Turbolift. Gut. Ein Turbolift ist unten. Die wissen, was ein Turbolift ist, oder? So Turbo ist der gar nicht. Ja, und jetzt? Ach so, okay. Dann kann ich hier. Joink! Da kannst du nicht drunter, ne? Hm, ist klar. Lass dir von. Nee, lass dir mit oben von nichts dabei helfen, interaktive Elemente in der Nähe zu offenbaren. Offenbare! Hey Nix, der Knopf da drüben. Und ich so, gar kein Problem. Ah, alles klar, das sollte klappen. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich an Ratlosigkeit sterben. Kann ich wahrscheinlich dran, aber wenn ich das nicht kann, dann sterbe ich. Das ist ein bisschen doof. Oder muss ich da wieder runter? Also den Aufzug rufst du ja nicht umsonst. Das Doofe ist nur, dass du... Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Also...
Da steht man jetzt oder halt nicht, ne? Also. Ja, aber guck mal, du kannst ja von da dann wahrscheinlich da hin. Das ist eher so eine Vermutung, wenn die einem das zeigen würden oder wenn die, ne, also, dass man nicht raten müsste, das wäre cool. Okay, es hat geklappt. Ah, das war nicht so ganz eindeutig. Nicht darunter, Fräulein. Boah! Na komm. Okay. Puh. Strahlenbeschleuniger plus 2. Ich hätte gerne mal Speichern plus 1. Letztes automatisches Speichern vor 3 Minuten. Nein, ich habe das verpasst. Ah, ich wollte eigentlich heute immer noch mal aufhören zu zocken, aber das Spiel lässt mich nicht. Es ist zu gut. Klar. Polycarbonat. So, Sicherungspunkt erreicht. Dann schaue ich mal, beziehungsweise schaue ich hier mal nicht so doof aus der Röhre, sondern bedanke mich fürs Zusehen. Es geht hier weiter. Gespeichert hat der. Nice. Ja, in dem Sinne, wieder schon Rayon, ciao, ciao und bis denne.